richtige und bei Mattersburg eine, die notwendig war, weil einfach die Innenverteidigung nicht mehr so spielen konnte wie zuletzt in Innsbruck. Wegen der Sperre von Mrabat, seine fünfte gelbe Karte, muss heute Pöllhuber, der glücklicherweise gerade zurückkommt von seiner Sperre, heute in die Innenverteidigung. Ansonsten Geschmackssache, Seidel oder Parloff, heute darf wieder Seidel mit Steiner. So spielten die Mattersburger auch gegen Salzburg. Mörz wieder links, so wie in Innsbruck, weil Domaro nach wie vor verletzt ist. Und vorn Naumowski und Bürger. So die Aufstellung von Franz Lederer, der gestern Geburtstag gefeiert hat und hofft, dass er heute nach dem Spiel keinen Kater hat. Die Rapidler, wie gesagt, mit einer faustigen Überraschung, und zwar bei der T-Frage, bei der Torwartfrage, nicht wie erwartet Helge Peier in der Kiste, sondern Lukas Königshofer. Er darf heute erstmals in einem Bundesligaspiel das Tor der Rapidler hüten. Vor ziemlich genau vor einem Jahr spielte er im Cup gegen Hartberg zu 0 damals. Schöne Geschichte, aber war sein einziger Einsatz bisher für Rapid. So sieht die Formation von Peter Schöttl aus. Bichl ist zurück nach seiner Sperre. Daher Patoka wieder auf der Bank, zusammen mit Sonnleitner in der Mitte. Bichl wird sich vor allem um Bürger kümmern müssen. Dann der Rest, so wie zuletzt gegen Salzburg. Heikkinen, Prager, Hofmann, der Denker und Lenker, Burgstaller, der Knipser, Trimmel und Razan, die Flankengötter rechts und links. Mal schauen, wie gut das heute funktioniert. Grün, wohin man sieht, weil ja beide Vereinsfarben eben diese Farben beinhalten, aber eine muss darauf verzichten. Ganz in Grün, das sind die Mattersburger, die angeführt werden von Kapitän Mörz. Rapid, wie erwartet und wie gewohnt, von Steffen Hofmann. Er scheint zur rechten Zeit wieder seine Form gefunden zu haben als der Ideengeber, wenn man nur seine letzte Leistung hernimmt. Alle drei Tore hatten seine Fußschrift, alle drei Tore legte er auf, und hier haben wir Königshofer, 22 Jahre alt, seit 2 Jahren ist er bei Rapid, war ja lange Zeit auch in Kärnten unter Frankie Schingels. Den hat er nicht zu seinem besten Freund ernannt, damals war er auch nur zum Sitzen verurteilt. Das Schiedsrichter-Trio kommt aus der Steiermark, angeführt von René Eisner aus Ligis, unterstützt wird er von Gerd Adanic und Senat Zerimagic. Eisner, der das Spiel damals auch leitete in Hütteldorf beim 2:2 mit schlechten Erinnerungen für zwei Spieler der Burgenländer. Bürger jubelte nach dem 2:1, sprang auf die Bande, und dann sprang bei Eisner die zweite gelbe Karte dafür raus, musste mit Gelbrot runter, auch Pöllhuber damals. Und im Übrigen die einzigen zwei Platzverweise für diese beiden Spieler von Franz Lederer. Und heute hoffen wir, dass alle 22 das Ganze beenden können. Franz Lederer, wie gesagt, gestern Geburtstag, 48 Jahre alt geworden, 250 Spiele für Mattersburg als verantwortlicher Trainer, und noch eine schöne Zahl hinterher, 299 Punkte hat er bisher gemacht. Na, vielleicht wird es ja heute ein Runder, ein 300er. Anstoß hat Rapid von links nach rechts. Mit Schimpelsberger, mit Pichler, mit Katzer und mit Sonnleitner. Damit haben wir die Viererkette der Rapidler vorgestellt. Wieder Pichler und Prager. Vielleicht Prager so der heimliche Unterstützer von Hofmann. Er kommt immer besser ins Spiel nach seiner Verletzung. Wir denken an die schönen Zeiten, als Hofmann zusammen noch mit Boskovic geigten. Da war nicht die ganze Verantwortung bei Hofmann alleine, und Prager könnte in diese Rolle auch schlüpfen. Ans Spiel von Rat. Trimmel beständig gut auf der rechten Seite und gut für Rapid, dass Drazan auf der linken Seite auch sehr gut in Form gekommen ist. Hofmann beim Freistoß.
Pöllhuber und Malic zum ersten Mal zusammen in der Innenverteidigung. Burgstaller, der dreifache Torschütze gegen Salzburg. Passiert ihm das erste Mal, dass er mehr als ein Tor in einem Bundesligaspiel erzielte. Prager, folgt von Seidel, Latzer, Prager, Platz für Prager, da kommt keiner raus. Und deshalb das einzig Richtige, was er macht, schließt ab. Rapid versucht schon in der Hälfte der Mattersburger die Burgenländer unter Druck zu setzen. Hofmann holt sich den Ball in der eigenen Hälfte. Schimpelsberger, ruhiger Aufbau bei den Rapidlern, die sich aber, so gut sie auch immer in Form waren, sehr schwer getan haben gegen die Mattersburger. Seit 4 Bundesligaspielen sind die Mattersburger ungeschlagen gegen Rapid. Es war zwar nur ein Sieg dabei, aber 3 Unentschieden, aber eben ungeschlagen. Mörz. Faul an Mörz. Da gibt es die erste Ermahnung für Trimmel von René Eisner. Für Mattersburg. Amoski und Seidel beim Ball. Normalerweise eine Seidel-Geschichte. Kurz für den heimlichen Chef, für Amoski. Hineingegeben. Aber Farkas rutscht da weg. Und Foul von Farkas. Wartet ja noch auf sein erstes großes Erfolgserlebnis, nämlich ein Tor für Mattersburg. Hat heute sein 60. Spiel zu absolvieren. Vielleicht gelingt es ja gerade da, an einem kleinen Jubiläum. Pöllhuber. Krimmel. Heikkinen. Sonnleitner. Katzer. Möller. Stahler, nicht eine wirkliche Spitze, die nur vorne im 16er lauert, sondern eine spielende Sturmspitze, die sich auch immer wieder fallen lässt, sich den Ball selber holt, auch defensiv mithilft. Alles Dinge, die Peter Schöttl sehr gut gefallen. Das Verständnis zwischen Schimpelsberger und Rimmel. Bürger. Vor dem haben sie Respekt. Beim 2:2 in Hütteldorf. Er zweifacher Torschütze. War sein letzter Doppelpack im Übrigen. War ziemlich genau vor einem Jahr. Und dann kommt gerade Pichler noch vor Höller an den Ball. Ein Aufwärmball für Königshofer. Ja. Mörz rutscht weg. Es ist feucht, aber nicht gefroren, nicht so rutschig wie bei der letzten Begegnung. Und die erste Möglichkeit und der Pfosten, Mörz. Mann, oh Mann, wäre sein 7. Treffer gegen Rapid gewesen für Michael Mörz. Schimpelsberger. Und Maric. Zurück zu Borinic. Lukas. In den leeren Raum.
ordentliches Spiel innerhalb der Viererkette. Gut für die Statistik. Gibt viel Ballbesitz. Katzer. Ratsam kommt nicht durch. Einwurf. Platz. Kommt nicht vorbei an Schiebelsberger. Wieder Platz für Hofmann. Dann kommt noch Steiner dazu. Und das die dicke Chance für Prager. Also jeweils eine 100er Chance, um in Führung zu gehen. Eine für Mattersburg, eine für Rapid. Oski. Ah, Missverständnis zwischen Steiner und Bürger. Prager wollte durch die Beine von Steiner spielen. Katzer wird gedoppelt. Die Mattersburger haben Erfolg damit. Möglichkeit. Ball ist noch im Spiel. Namoski. Hinten kommt Mertz. Sieht er ihn? Er sieht ihn, aber er spielt ihn nicht. 10 allein ist zu wenig. Mertz war ganz alleine am 20er. Den hätte Namoski aufspielen müssen. Stahler. Ja, das macht auch nur Sinn, wenn man es wieder sieht. So, schauen wir uns nochmal die Mertz-Chance an. Hinein, Mertz und dann an den Pfosten. Glück für Rapid. Und dann die Chance für Prager. Eher zufällig entstanden, denn Hofmann wollte aufs Tor schießen. Und Borenic, der rechtzeitig herauskommt, den Winkel für Prager eng macht. Wie lange auch schon einmal ein Doppelpack gegen Mattersburg, aber schon so lange her, fast vor Christi Geburt, also 2004 war es, war noch bei der Admira, jetzt noch aus dem Mittelfeld kommend, Franz Lederer, eine Institution in Mattersburg. Sich entschlossen hat, nicht mehr für das Nationalteam zu spielen, geht es ihm gut, stimmt auch die Leistung bei Rapid. Rat. Schau mal, dass du kommunizieren kannst, ob ich ein bisschen mehr Stadionatmosphäre drauf kriege, weil ich habe gar nichts drin. Bei dir hätte ich mehr drauf. Jetzt kommt Prager zurück. Sonnleitner. Burgstaller. Pöllhuber bei ihm. Hat Ballglück, aber Pöllhuber hat die längeren Beine. Schimpelsberger. Das Foul. Schauen wir nochmal hin. Und da sieht man, erste Großtat von Königshofer. Zumindest mit dem Fingernagel des Zeigefingers war noch dran. Und damit lenkt er den Ball an die Stange. Hofmann beim Freistoß. Ball noch heiß und Trimmel aus der Drehung heraus.
erster Eckball in diesem Spiel. Das Ganze 11 Minuten, 11 Sekunden. Ein Tor haben sie erzielt aus einem Eckball, die Hütteldorfer. Papier von Rath. Seidel war zuletzt dran, Einwurf für Rapid. Seidel, ja, die Geschmacksfrage. Er oder Parlov, zuletzt in Innsbruck durfte Parlov beginnen, Seidel kam, gegen Salzburg war es umgekehrt, Seidel begann, Parlov kam und Parlov mit guter Vorstellung servierte zwei weitere Tore. Einfach rausgeschlagen den Ball, deshalb kein Problem für die Rapid-Abwehr. Roski. Maric. Und Höller. Dazu gezwungen, wieder nach hinten zu spielen. Pelhuber. Der letzte Bundesligaspiel im Übrigen, der den Rapidlern ein Kopfballtor machen konnte. Ansonsten hatten da die Gegner bisher nichts zu lachen. Hofmann, schön für Prager. Stangelpass kommt nicht durch. Pöllhuber wieder dazwischen. Trimmel. Hofmann. Ein genauer Pass für Schimpelsberger. Moski, Ball offensichtlich noch im Feld, erreicht den Höller noch? Nein, der ist draußen. Auch in diesen Anfangsminuten gut zu sehen, dieses Wechselspiel zwischen Prager und Hofmann. Jetzt ist wieder Prager hinten heute im Ball, dann bleibt Hofmann vorne. Vorher haben wir es umgekehrt gesehen. Auch Prager, der dann mal in die Spitze hineingeht, macht die Hütteldorfer weniger leicht ausrechenbar. Von Leitner. Kratzer. Mattersburger ziehen sich zurück in die eigene Hälfte. Trimmel. Prager. Steiner bei ihm. Schimpelsberger gegen Mertz. Schimpelsberger kommt vorbei. Der Ball kommt nicht in die gefährliche Zone. Mattersburger werden sehr weit zum eigenen Tor gedrängt. Sonnleitner. Hofmann. Missverständnis. Hatte gedacht, dass da Prager hineinstartet, aber der deutete nur mit einem Schritt an, um sich Seidel zu entledigen. Schön für Peter Schöttl, dass es endlich auch mit den Erfolgen klappt. War ja wirklich nicht einfach, sein Einstieg in Hütteldorf. Auf der Suche nach der Mischung, viele Verletzte, hat zwar nie geklagt, aber alles andere als einfache Bedingungen für ihn zu Beginn. Namoski. Höller, Farkas geht mit. Am Ball, Farkas und die hohen Bälle. Da heißt aufpassen auf Bürger. Hat wirklich Qualität, dieser Stürmer. 7 Tore. Und für mich wahrscheinlich der beste Kopfballstürmer in der österreichischen Bundesliga. Mal schauen, wie lange Bürger noch für Franz Lederer Tore erzielen darf.
Und auch das ist seine Art, Fußball zu spielen. Schont sich nicht, haut sich rein. Unangenehm auch für die Verteidiger, weil er lästig ist. Hofmann, Katzer, Tarzan, der bisher gut bewacht wird von Farkas. Hofmann, wieder zurück zu Pichler. Namoski. Hofmann und Prager bei ihm. Balic. Eckinen vor Bürger. Ha, ähnlich wie in Innsbruck agieren die Mattersburger. Sehr defensiv orientiert, sehr viel in der eigenen Hälfte. Als sie dann in Rückstand gerieten in Innsbruck, plötzlich packten die Burgenländer dann auch ihr spielerisches Potenzial aus. So nebenbei haben sie gesehen, der Tabellenführer morgen in Graz beim regierenden Meister. Ein Fußball-Leckerbissen. Foul. Katzer zuerst den Ellbogen eingesetzt gegen Höller. Spielt für Mörz, erreicht er den Ball noch. Erreicht ihn zwar, aber kann ihn nicht mehr unter Kontrolle bringen. Rapid das aktivere Team mit mehr Torschüssen, aber Königshofer hat den Schuss von Mörz noch ablenken können. Das war die insgesamt aber beste Möglichkeit in diesem Spiel. Der Burgstaller fast das Ohr abgeschossen. So scharf kam der Pass von Trimmel. Pichler. Hofmann kann den Ball nicht annehmen aus der Luft raus. Und deshalb Einwurf für Mattersburg. Eikinen. Den eher langsameren Aufbau, viel mehr Ballkontakte bei den Rapidlern, so zwei Drittel Rapid, während Mattersburg eher versucht, schnell dann nach vorne zu spielen, aber so war das auch zu erwarten. Und was auch nicht überraschend kommt, dass die Burgenländer mehr Zweikämpfe gewinnen, das ist ihre erfolgreiche Art, Fußball zu spielen. Seidel. Drahtzahn. Burgstaller ganz alleine auf sich gestellt. Pichler mit den Händen gegen Namoski. Er bleibt am Ball und abseits. Abseits. Fahne war droben. Von Senat, Seri Magic und René Eisner muss sich da verlassen auf seinen Assistenten. Schauen wir mal hin. Boah, von hier aus. Ja. Da war Mörz ein kleines Stück vorne. Richtige Entscheidung. Mörz mit der zweiten guten Möglichkeit. Dem Kopf
wäre das ein Treffer gewesen, der nicht alle Tage dem Michael Mörz passiert. Prager. Ein Geduldsspiel. Mattersburg versucht die Räume eng zu machen und hofft dann auf diese Möglichkeiten. Einmal Stangenschuss, einmal knappe Abseitsentscheidung. Also die Rapidler sind gewarnt. Seidel. Es gibt einen Wurf. Nicht ausverkauft, aber gut gefüllt, das Pappelstadion. So wie in den guten ersten Bundesliga-Zeiten. Fehlpass von Pöllhuber direkt auf Trimmel. Er sucht Hofmann. Schimbelsberger. Ob die beiden Außenverteidiger Schimbelsberger und Katzer mit viel Ballkontakten bei Rapid. Wer überhaupt noch nicht im Spiel ist, ist Drahtzahn. Der überragende Mann für mich gegen Sturm Graz, als er alle drei Treffer mustergültig vorbereitete, kaum zu halten war von den Grazern. Aber heute hat sich bisher Farkas sehr gut auf ihn eingestellt. Gezielter Pass von Häkkinen, sondern einfach nach vorne gespielt und deshalb auch nicht angekommen bei Burgstaller. Hält bei 4 Treffern aufgrund des Dreierpacks gegen Salzburg, das auch schwer zu Saisonbeginn verletzt gewesen. Aber jetzt kommen sie. Rad. Tja, normalerweise ein ganz schlechtes Omen für Mattersburg. Wann immer er spielte, gab es nichts zu holen für die Burgenländer. Saß er auf der Bank. Dann schafften die Mattersburger Punkte. Hoffentlich ändert sich das aus Sicht der Mattersburger heute. Mal gastierte Rapid im Pappelstadion und dabei gab es nur 4 Siege für die Rapidler. Namoski, schön hinausgespielt für Höller. Drahtzahn zwar mit einem kleinen Rempler. Aber nicht genug für ein Foul, aber es bringt Höller zumindest aus der Balance. Und da hätte man auch Freistoß geben können. Trimmel. Pöllhuber. Ja, schlechter Pass von Sonnleitner. Moski. Den Ball selbst zurück. Das Foul von Schimpelsberger. Schön gemacht. Zeigt seine technischen Fähigkeiten. Fußballerisch hat er wirklich viel drauf. In dieser Saison auch einigermaßen sich selbst im Griff. Aber wenn man die Gesamtbilanz gegen Rapid anschaut von Namoski, dann hat er mehr gelbe Karten gesehen als Tore erzielt. 3 Tore, 10-mal gelb. Ein Missverhältnis für einen guten Stürmer. Farkas, Höller hinten. Auch
da klappt es sehr gut zwischen Höller und Farkas, die auch immer wieder die Positionen ändern. Mit Farkas Schmidt lässt sich Höller fallen. Seidel. Ritsch. Macht er auch gerne. Patrick Bürger, dass er sich reinlehnt in den Gegenspieler. Hofmann. Ein Tor, Schuss. Zwar nicht aufs Tor. Auch sehr aktiv gegen Salzburg, wenn man bedenkt, dass er an 13 von insgesamt 17 Torschüssen der Rapidler dabei war, beteiligt war, dann zeigt das schon, wie aktiv Hofmann und wie präsent er in diesem Spiel war. Luba. Mit dem Ellbogen gegen Prager. Peter Schöttl, ein angenehmer Trainer, mit dem man sich austauschen kann, der weiß, dass es ein Geben und Nehmen ist im Fußball, zwischen den Medien und dem Fußball selbst. Oh, da waren sich Kurz, Katzer und Sonnleitner nicht wirklich einig. Bürger hält sich den Kopf, kniet am 16er. Den Freistoß hat es aber nicht gegeben. Pfiffe der Mattersburg-Fans. Ja, hätte es geben müssen, aber wenn, dann wäre es Elfmeter gewesen, wenn er diesen Ellbogenschlag von Sonnleitner gesehen hätte, gewertet hätte, denn da oben haben die Hände nichts zu suchen. Die Schiedsrichter ausdrücklich darauf hingewiesen, diese Unarten zu unterbinden. Zu viele schwere Verletzungen gab es, weil einfach immer wieder der Ellbogen im Gesicht des Gegenspielers landete. Moski. Einfach gestrickt, aber gut gespielt. Über die Seite. Moski direkt auf Höller. Der flankt sofort. Wieder Moski als Einfädler. Und dann bringt Steiner den Kopfball nicht zu Seil. Foul von Drazan an Maric. Stoller Foul. Anstein. Ja, Rapid hat flott begonnen, aber inzwischen hat Mattersburg sich gut eingestellt auf die Hütteldorfer. Und die Rapidler tun sich schwer, ihr Spiel aufzubauen. Trimmel läuft zu lange mit dem Ball. Und jetzt gibt es wohl die erste gelbe Karte. Ihn ohne Konsequenz, legt sich den Ball zu weit vor und springt dann gegen Mörz mit dem gestreckten Bein hinterher. Beim Freistoß Seidel und Namoski. Für den guten Freistoß Spezialisten Seidel zu weit, um direkt zu spielen.
erstes Foul von Bürger gegen Sonnleitner. Pöllhuber, der Funkturm in der Abwehr. Burgstaller, Pöllhuber bei ihm. Hofmann, folgt von Steiner. Drazan konnte nicht spielen auf Prager, weil der im Abseits stand und versuchte somit direkt abzuschließen. Ist noch nicht im Spiel, schade. Drazan, und damit hinkt Rapid etwas auf der linken Seite nach. Gibt Eckball, kommt mehr über Trimmel als über Drazan bisher. Bürger klärt am eigenen 16er. Seidel rutscht weg und damit Rapid wieder im Ballbesitz. Steiner wirft ein besonderes Auge auf den Rapid-Kapitän. Wenn er sich zurückzieht in die eigene Hälfte, so wie jetzt, dann lässt er ihn dort gewähren. Sobald in die Hälfte der Mattersburger kommt, rückt er ihn ans Feld. Ivanic noch vordringen. Mörz hat jetzt Platz. Moski kommt auch auf die linke Seite. Der ist zu weit. Falsche Effe für Bürger, hat ihn mit dem Außenriss erwischen müssen. War nicht einfach für Trimmel den Ball, der nochmals kurz vorher aufspringt, mit Dropkick an Borinic vorbeizubringen. Stahler, wieder Pöllhuber bei ihm, legt sich den Ball zu weit vor. Unangenehm zu spielen. Pöllhuber, da meint man oft, man ist schon vorbei. Und dann kommen die langen Beine und holen sich den Ball doch wieder zurück. Drazan. Übergewechselt. Schubesberger verliert den Ball. Eine halbe Stunde schon gespielt. Rapid, wie erwartet, optisch überlegen, mit mehr Torschüssen. Einmal aber musste erst Borinic wirklich eingreifen. Abstoß gibt's. Wir halten nach wie vor bei der besten Möglichkeit für Mattersburg als Mörz. Nur den Pfosten traf, aber auch weil Königshofer noch mit den Händen dran war und den Ball ans Aluminium lenkte. Stahler, Trimmel. Das Rapid-Spiel bleibt rechtslastig, Rad jetzt draußen zur Behandlung. Deshalb rückt Pöllhuber hinaus zu Trimmel. Mörz lässt sich fallen auf die Mittelfeldposition. Links hinten, um Pöllhuber zu unterstützen. Morinic, ganz sicher.
Hertz im Vorwärtsgang. Schön gemacht. Spielverlagerung auf Seidel. Rechts kommt Farkas Schmidt. Heller. Und Königshofer. Hofmann, jetzt können die Rapidler kontern. Wunderschöner Pass auf Drazan. Dem geht der Ball etwas zu weit nach außen, schade. Und musste ja dann das Tempo wieder rausnehmen. Aber herrlicher Pass von Hofmann zwischen zwei Mattersburgern hindurch. Genau mit dem richtigen Timing. Tja, böse Nachricht für die Mattersburger. Lukas Rath kann nicht mehr weitermachen. Tja, da gibt es wahrscheinlich eine Rochade. Pöllhuber wird wahrscheinlich da rausgehen und irgendeiner wird in die Innenverteidigung, entweder Ilsanker oder Rodler. So könnte ich mir das vorstellen. Lager. Pöllhuber. Außen bei Trimmel, Boridic kommt nicht dran, Hofmann in den Rückraum, aber Fakic. Da hat sich Boridic verschätzt. Seidel wartet auf Mürz. Die Mattersburger immer noch mit einem Mann weniger, Rodler wird kommen. Wird es wahrscheinlich auch sein. Rodler wird in die Innenverteidigung wechseln. Pöllhuber an die Seite. Ja. Drazan. Der Ferse weitergespielt für Prager. Auf Burgstahler, verfolgt von Malic. Burgstahler für Drazan. Gut. Abstoß. Schimpft, weil er einen Eckball haben wollte. Und da kommt er. Rodler und damit Mattersburg wieder komplett. Schade für Lukas Rath. Vor allem in Innsbruck für mich einer der besten Mattersburger war. Und hier passierte das Ganze. Da rutscht er weg. Das war gar nicht der Gegenspieler, sondern das Wegrutschen. Was ihm die Verletzung brachte. Und damit Rodler im Spiel. Für ihn der 8. Saisoneinsatz. Meist wurde er eingewechselt, aber immer wenn er kam, konnte man sich auf ihn verlassen, hat den Umstieg in die Bundesliga gut geschafft und war erstmals in Aktion. Ja. Wir haben bereits 40 Minuten absolviert. An der Spielcharakteristik hat sich nichts verändert. Es ist das erwartet schwere Spiel für Rapid, weil Mattersburg gut steht, gut organisiert ist. Drazan kommt nicht vorbei. Heller war zuletzt dran. Und das war der Burgstahler. Beide mit den gelben Schuhen unterwegs. Prager. Burgstahler
Stangelpass und Rodler. Zweite Ballberührung. Die zweite bekommt er gleich Applaus von den Mitspielern. Eckball Nummer 3, schon abgespielt. Drazan, direkt gespielt. Schade, da wäre mehr drin gewesen für Katzer. Er versuchte es direkt. Der Ball geht nicht einmal über die Torwartlinie, sondern über die Seitenwartlinie. Jetzt darf Mattersburg. Katzer kommt nicht mehr so oft mit nach vorne wie zu Beginn des Spieles. Auch Schimmelsberger wird besser von Mörz markiert. Typisches Bild, alle Mattersburg in der eigenen Hälfte und dann soll es schnell nach vorne gehen. Seidel, Bürger, er war verwundert, weil plötzlich keiner in seiner Nähe stand, kein Rapidler. Und dann wartete er etwas zu lange mit dem Abschluss. Tja. Wurde ja mal Zeit wieder. Mörz, den wir hier sehen, er war der letzte Mattersburger, der einen Torschuss abgab. Der landete am Pfosten und das seit dieser Zeit, das war immerhin Minute 6, war Bürger erstmals wieder mit einem Torschuss für die Mattersburger dran. Mann am Boden, Steiner am Boden. Aber Steiner nicht von Hofmann erwischt, sondern von Pöllhuber. Aber der kniet auch. Das wäre schon bitter für die Mattersburger, sollte sich ein weiterer Spieler verletzen noch vor der Pause. Pöllhuber. Er steht schon wieder. Steiner sitzt zumindest schon wieder. Gibt den Fans Zeit, sich warm zu schwingen. Denn seit die Sonne weg ist, ist es doch wieder empfindlich kalt geworden. In Mattersburg, Steiner. Ist ja nicht umsonst trägt er diesen Namen. Hält den Stoß von Pöllhuber am Kopf aus. Passt sicher, so wie er sich das vorgestellt hat. Wenn er so ruhig draußen steht, Franz Lederer, dann hat seine Mannschaft meist das umgesetzt, was man sich im Training erarbeitet hat. Wir sind bereits in der Nachspielzeit. Eine Minute gibt's, dann dürfen die 22 zum Tee trinken. Namoski gegen Schimmelsberger und der Treffer zählt, obwohl es da einen engen Zweikampf gab. Namoski, erstmals trifft er zu Hause gegen Rapid in der Nachspielzeit. Zu 0 für Mattersburg, als eigentlich alle schon damit rechneten, dass es mit 0 zu 0 in die Pause gehen würde. Schauen wir nochmal hin, da verschätzt sich zuerst, glaube ich, Bichler, dann Schimmelsberger. Nein, alles okay, alles okay. Namoski hatte nicht die Hand am Trikot
von Schimmelsberger, der verschätzt sich zweimal, die Verteidiger nicht im Bilde bei Rapid. Und Borenic darf sich mit Namoski feiern lassen, denn es war Borenic, der den Ball nach vorne spielte. Jetzt darf in die Pause gegangen werden, aber das war völliges Blackout von den Rapidlern. Also 1:0 durch Namoski führt Mattersburg gegen Rapid. Und auch Rapid mit einem neuen Tormann. Nicht Helge Peier steht heute in Mattersburg im Kasten, sondern der 22-jährige Lukas Königshofer. Auch er konnte den 0:1 Rückstand knapp vor der Pause nicht verhindern, hatte seinen ersten starken Auftritt, aber bereits in der 6. Spielminute. Und da wird irgendwie dann erst in der Zeitlupe deutlich, Lukas Königshofer war da bei diesem Schuss von Michael Mörz noch dran, lenkt ihn an die Stange. Ja, unglaublich tolle Aktion. Also dieses Zuspiel zur Mitte und dieses Direktspiel, obwohl ich glaube, dass Bürger hier selbst ein bisschen überrascht war, dass er diesen Ball so ideal noch in den Lauf von Mörz gespielt hat. Aber dort ist er unten und das ist ganz einfach eine unglaublich tolle Reaktion des Torhüters und da hat er den Rückstand seiner Mannschaft verhindert. Chancen plus für den SV Mattersburg in dieser ersten Spielhälfte, aber auch Rapid hatte schon in der Anfangsphase eine tolle Möglichkeit, in Führung zu gehen, und zwar durch Thomas Prager. Der taucht ja ganz allein vor Thomas Borenic auf, scheitert aber am Mattersburg-Goli. Ja, auch hier dieses Quäntchen Glück, dass dieser Schuss genau in die Richtung von Prager kommt. Der natürlich nimmt ihn nicht ideal mit, aber man muss schon auch sagen, dass die Mattersburger von Anfang an mit Selbstvertrauen gegen Rapid gespielt hat und auch in der Qualität ihrer Tormöglichkeiten besser waren. Natürlich ist es aber, dass Rapid über die ersten 45 Minuten mehr Spielanteile gehabt hat. In der Nachspielzeit ist aber dann das 1:0 gefallen für den SV Mattersburg durch Ilcho Namoski. Ich entnehme Ihren Worten, Marco, nicht unverdient, diese Pausenführung für die Burgenländer. Ja, nachdem ganz einfach diese zwei Möglichkeiten, hier waren auch dieses Abseits-Tor von Mörz, muss man ganz einfach sagen, dass Mattersburg permanent an den Erfolg glaubt und auch weiß, was es dafür zu tun hat. Und in dieser Situation ist ganz einfach ein weiter Abschlag, wo Schimpelsberger wahrscheinlich vermutet, dass irgendwann einmal der Torhüter da sein wird. Da ist er nicht da, da verliert dann aber die Kontrolle. Vielleicht auch einen kleinen Stoß von Namowski, das er auf jeden Fall, wenn er es gemacht hat, geschickt gemacht hat. Aber korrekter Treffer. Oder? Ja, also ich würde schon sagen, ganz einfach, weil er da auch nachher blitzschnell reagiert und der Torhüter natürlich herauskommt, vielleicht zu spät herauskommt, aber der passt unterhalb durch. Also Mattersburg gegen Rapid, Pausenstand 1:0. Beide Mannschaften sind wieder zurück. Es gab keine Wechsel, einen Wechsel gab es ja schon vor der Pause. Und das war ein verletzungsbedingter Wechsel. Rodler, der für Rath ins Spiel gekommen ist. Und Rodler war auch der Einzige, der da geblieben ist und sich weiter aufgewärmt hat. Königshofer, naja, schwierige Partie für ihn. Was hätte er machen sollen? Einmal hat er gut reagiert gegen Mörz gleich zu Beginn. Und dann beim Treffer von Namoski, naja, da war es schwierig, raus, rein, rum. Da gab es Fehler zuvor, die auch sicher Peter Schöttl so gesehen hat. Zum einen Häkkinen, der sich beim weiten Abschlag von Borenic beim Kopfballduell verschätzt. Hinter ihm dann der Ball runter, überraschend für Schimpelsberger. Und dann die Orientierung verliert gegen Namoski, der nicht. Und damit mit seinem ersten Torschuss die Mattersburger in Führung bringt, die Mattersburger in den grünen Dressen von links nach rechts. Schon bemerkenswert für Namoski, der hat 3 Tore bisher erzielt gehabt gegen Rapid, aber alle in Hütteldorf, noch kein einziges zu Hause, heute damit Premiere für ihn. Farkas. Und Mörz kann nicht schießen, weil Schimmelsberger gut den Schussweg zumacht. Burgstaller, schnell gespielt auf Hofmann. Steiner sieht für das Foul am Rapid-Kapitän die gelbe Karte. Der Wachhund von Hofmann. Sobald er in die Hälfte der Burgenländer kommt, kümmert sich vorwiegend Steiner um ihn.
Das Rapid-Spiel läuft noch nicht so gut über die Seite. Hofmann sehr bemüht. Vor allem links kommt wenig bei den Rapidlern. Rechts über Trimmel mehr. Und Mattersburg spielt eben so, wie man sich das vorgestellt hat. Mit Mann und Maus in der eigenen Hälfte. Räume eng machen, gut sortiert. Und das macht den Hütteldorfern das Leben schwer. Und wenn sie im Ballbesitz sind, dann versuchen sie schnell nach vorne zu spielen. Kann sein, dass bald der Rapid-Brecher eingewechselt wird. Nuihu wurde zum intensiven Aufwärmen geschickt. Drahtzahn. Bisher gut bewacht von Farkas. Mörz. Burgstaller nicht vorbei, die dafür gerne einen Freistoß erhalten, wegen Behinderung. Sonnleitner. Es dauert etwas zu lange, da haben die Mattersburger sehr viel Zeit, um zu verschieben. Katzer. Borinic. Ein Zusammenstoß mit Pöllhuber, wie ich meine. Den Trimmel, der lief durch. Borinic muss behandelt werden. Während Nuihu schon an der Seitenlinie steht, Trimmel raus. Die Meldung von unten, das hat nichts mit Leistung zu tun, sondern Trimmel klagte über Kopfschmerzen, die unter Umständen jetzt auch Borinic hat. Aber nach dem Zusammenstoß mit Pöllhuber. Trimmel griff da nicht ein, lief an Borinic vorbei. Nuihu kommt, hält zurzeit bei 4 Treffern glänzende Joker-Partie gegen Sturm Graz, als er 2 Tore erzielte. Einmal Drahtzahn, der Vorbereiter. Vielleicht funktioniert das ja auch heute so. Und Drahtzahn und Mio haben sich gleich noch einmal die Hand gegeben. Vielleicht wurde da kurz noch einmal erinnert an das Spiel zu Hause gegen Sturm. Borinic steht wieder, das ist die gute Nachricht für die Mattersburger. Auch wenn offensichtlich die linke Schulter noch zwickt. Schadner ist ja operiert worden an der Schulter. Müsste dann wieder einspringen, sollte es bei Borinic nicht weitergehen. Die Verzögerung nicht wegen der Verletzung von Borinic, sondern weil die Rapid, ich will gar nicht sagen Fans, sondern Zuschauer wieder Gegenstände hineingeworfen haben Richtung Borinic. Und jetzt gibt es auch die Durchsage. Aber eigentlich bräuchte man das nicht durchzusagen, denn das weiß man an und für sich, wie man sich zu benehmen hat auf dem Fußballplatz. Pichler. Katzer weiter für Drahtzahn.
Paul von Höller. Herr Hofmann. Ja, damals fehlte Hofmann, da durfte alle Freistöße Draht antreten. Vielleicht auch heute mal, nein. War angetäuscht, einstudiert mit Prager. Nicht schlecht, nicht schlecht gemacht. Fein einstudierter Freistoßtrick mit Direktspiel auf Prager und dann weiter auf Draht, nur dann der Stangelpass kam nicht durch. Nowoski schnappt sich den Ball, wieder Kontermöglichkeit, Seidel läuft, auch Farkas kommt mit. Ja, da wartet er zu lange mit dem Abspiel. Seidel konnte er nicht mehr bedienen, denn der war im letzten Moment dann im Abseits gestanden. Birkinen und Nowoski geraten da aneinander. Von hinten Häkkinen in die Beine von Nowoski. Freistoß für die Mattersburger. Nowoski und Seidel wie immer am ruhenden Ball. Zwei Freistoßtore haben die Mattersburger schon erzielt. Zweimal war es Bürger mit einem direkten Hammer. Schon abgepfiffen, bevor Bürger entscheidend eingreifen kann. Nuiu holt sich den Ball, sehr elegant sogar. Immer noch Nuiu, schön hinausgespielt auf Drahtzahn. Riesenhaken von Drahtzahn. Dann bleibt er dran. Hofmann kommt nicht an den Ball. Wieder Kontermöglichkeit. Die wird es geben für die Mattersburger, weil Rapid sicher mehr riskieren wird, riskieren muss. Foul an Seidel. Aber war fast notwendig, das Foul von Hofmann, denn es war Gefahr im Verzug. Maric legt sich den Ball zu weit vor. Bleibt hängen an Prager. Drahtzahn für Prager. Und Farkas. Jetzt übertreibt es etwas. Schon Nowoski. Allein die Interviews von Nowoski, die gehen Peter Schöttl etwas auf die Keks, weil er beim 1:1 in dieser Saison hinterher sagte, wie verächtlich, wie sich Rapid präsentiert hat. War gar nicht vorhanden. Und Leitner unbedrängt. Da sind immer Ballverluste. Da kann es einem würgen. Rio gefault von Rodler. Und auch Rodler sieht gelb. Ton für Rodler, aber auch ohne Konsequenz.
Na. An Freund und Feind vorbei. Seidel kam wieder Blitz aus der eigenen Hälfte, drehte dann sofort ab und wieder zurück ins defensive Mittelfeld. Marzahn. Weiter. Eisner stand direkt daneben. Die Zweikämpfe gewinnen vorwiegend die Mattersburger. Das war in der ersten Hälfte schon so. Daran hat sich auch in der zweiten Hälfte wenig verändert. Nicht oft vorgekommen in dieser Saison, dass Rapid zurücklag in der Pause. Zweimal, aber zweimal schaut ja auch hinterher nichts Zählbares mehr raus. Niederlage der Südstadt bei der Admira und auch die Niederlage zu Hause gegen die Austria. Hoffentlich kein böses Omen für die Rapidler, die jetzt versuchen, Gas zu geben, versuchen, über die Seite ins Spiel zu kommen. Aber noch hat nichts Zählbares dabei herausgeschaut. Ja, ein Mattersburger, nämlich Seidel, liegt am Boden. Ja, es war keine schöne Aktion von Hofmann, der erwischt nur den Oberschenkel von Seidel. René Eisner wirklich sehr weit weggeschaut bei Hofmann. Denn das hätte er auch mit einer gelben an können. Steiner. Burgstaller jetzt auf der Trimmelposition, rechts im Mittelfeld. Rio im Zentrum. Am Spielsystem hat sich dabei aber nichts verändert. Bei Rapid. Einwurf für Mattersburg. Foul am Katzer von Bürger. Höllhuber. Da verschätzt sich Sonnleitner. Wird gefault von Bürger. Schimbusberger, Burgstaller. Jetzt mal über rechts. Nicht fein getroffen hat Rodler den Ball. Drahtzahn für Burgstaller. Schimbusberger stünde bereit, aber Burgstaller entscheidet sich für den eigenen Abschluss.
Er ist ja eher ein gelernter Mittelfeldspieler. So war er vor allem in Wiener Neustadt erfolgreich als der Rambocker Sturmspitze. Aber gegen Salzburg hat es eben sehr gut funktioniert. Jetzt bekommt Sonnleiter den Ball und er trifft die Querlatte. Foul von Malic an Katzer. Sonnleitner trifft ein guter, hätte Borenic überhaupt keine Abwehrmöglichkeit gehabt. Hofmann, Rapid bleibt im 16er, muss warten, bis der Pfiff kommt, zeigt er nur an. Jetzt hat man den Pfiff gehört. Aufgelegt. Aber nicht weit genug in den Rücken gespielt. Damit kam Drazer nicht gut zum Abschluss. Damit an Aluminiumtreffern Ausgleich. Mörz zu Beginn der ersten Hälfte, jetzt Sonnleitner. Mörz mit der Hand. Auslegungssache von René Eisner, ob es Absicht war oder nicht. Und die gelbe Karte gibt's für wem? Der Block ist draußen. Verabschiedung für Namoski. Vielleicht nicht ganz fit mehr, so wie es aussieht, hat sein Tor gemacht. Der Stand hat Bestand, 1:0 führt Mattersburg und so wie Namoski rausgeht, scheint er sich etwas verletzt zu haben. Röcher, immer eine gute Einwechslung, immer wenn er kommt, passiert was gegen Salzburg, bereitet er den Treffer für Mörz vor. In Innsbruck war er selbst der Torschütze, hat für viele Impulse gesorgt. Rapid mit dem Freistoß. Und diesmal darf Drazan als Linksfuß, wie es aussieht. Prager und Hofmann stehen dabei. Nö. Der ist nur in der Inszenierung mit dabei, aber darf nicht treten. Drazan. Mattersburg darf nicht kontern, das verhindert Drazan gegen Röcher, schön gemacht. Prager, Bichler, Prager, rechts auf Burgstahler, etwas zu weit. Berger. Da ist aber keiner mitgelaufen, keiner am zweiten Pfosten. Farkas. Das ist der erste Zweikampf, den Höller verliert in diesem Spiel. Ansonsten souverän. Alle seine Zweikämpfe gewonnen bisher. Vor allem viele gegen Katzer. Bröcher. Mörz. Foul von Häkkinen. Bringt den Mattersburgern Zeit. Über eine Stunde gespielt. Mattersburg führt immer noch mit 1:0. Häkkinen nicht unschuldig am Gegentreffer, weil er sich beim Ausschuss von Borenic gehörig verschätzt hat. Ja, gefährlich da in die Mitte hinein. Gut, dass da kein Mattersburger mitgelaufen war. Burgstahler. Er fühlt sich wohl auf der Trimmelposition auf der rechten Seite. Pöllhuber. Immer noch Burgstahler. Hofmann, Burgstahler.
Schimpelsberger, Burgstaller. Kein Raumgewinn, aber Ballbesitz. Prager, Heikkinen, Katzer. Mattersburg wird zurückgedrängt. Muio mit Brüstchen. Auflage für Hofmann. Gut gemacht von hier, nur nicht gut getroffen von Hofmann. Der wartet ja immer noch auf seinen ersten Treffer aus dem Spiel heraus. Hat zwar drei Tore auf seinem Konto, aber alles vom Elfmeterpunkt aus dem Spiel heraus. Das liegt schon einige Zeit zurück. Das war gegen Innsbruck. Da hat Hofmann aus dem Spiel heraus getroffen. Im April, nicht dieses Jahres, sondern letzten Jahres schon. Also 1,5 Jahre ist es her, dass Hofmann aus dem Spiel heraus erfolgreich war. Nuihu. Maric mit Übersicht und dann mit dem schlechten Pass. Was hilft's, wenn man zuerst den Zweikampf gewinnt und dann den Ball wieder verschenkt? Drazan, diesmal auf der rechten Seite. Vor allem gegen Sturm Graz sehr oft und sehr erfolgreich gemacht. Damit jetzt die linke Seite verweist, weil Burgstaller nicht wechselt. Prager kommt rüber. Burgstaller schön gespielt. Heikkinen, Hofmann! Jetzt vielleicht Polenic! Ausgleich, Nuihu! Ja, darauf springen kann gefährlich werden. René Eisner gab dafür Bürger in Wien die gelbe Karte. Zuletzt Gangl Burgstaller nicht, als der das machte gegen Salzburg. Und heute, was gibt's heute? Nichts dafür. Aber schön kombiniert. Hofmann dann schon mit dem Torschuss. Und wenn wir jetzt genau hinschauen, da sieht man eigentlich, dass Nuihu vorne stand. So, jetzt. Naja, also eigentlich war Nuihu für mich im Abseits. Königshofer freut sich, aber wenn man nochmals genau hinsieht, Hofmann schießt, da war Nuihu für mich vorne und er war derjenige, der dann aus dieser Abseitsposition das Tor erzielt. Burgstaller. Gefällt mir auf der Seite besser als Sturmspitze. So, jetzt schauen wir nochmal hin. Jetzt kommt der Schuss. Nuihu ist vorne und damit eigentlich ein irreguläres Tor. Abseitsstellung von Nuihu. Glück für die Rapidler. Ein Joker hat wieder mal gestochen im Team von Peter Schöttl. Wie beim tapferen Schneiderlein. Alle sieben. Siebtes Joker-Tor für Rapid, auch wenn es mit Beigeschmack erzielt wurde. Burgstaller macht viel Druck auf der rechten Seite. Oh, wieder. Kann in die Mitte ziehen, kann von dort schießen. Schießt auch aber drüber. Ich glaube, da kommt er noch besser zur Geltung. Über die Seite aber, diese normalerweise mit Trimmel gut besetzt. Razan spielt auch sehr gut. Mehr als zwei Seiten gibt es nicht. Deshalb eher Notlösung im Zentrum, aber auf der Seite, da hat er Platz, da kann er nach innen ziehen, dann kann er abschließen. Fühlt er sich offensichtlich auch wohl. Kasch. Seidel. Gut gespielt, Höller. In den Lauf von Seidel, Ball kommt. Querschläger
Pichler war dran. Und jetzt kann Rapid kontern. Über Drahtzahn. Foul von Rodler und das müsste Gelb geben. Und er hat schon Gelb gesehen. Gelb und Gelb ist Rot und Rodler ist raus. War ein kurzer Arbeitstag für ihn. Kam für den verletzten Rath. So, der 56. Minute zum ersten Mal Gelb. Nach einem Foul und jetzt zieht er die Notbremse, aber Notbremse, die hat Drahtzahn aber sehr gerne angenommen. So, damit Mattersburg nur mehr zu zehnt. René Eisner fordert Rodler auf, im Getriebe noch einmal nachzuschalten, um etwas schneller vom Platz zu gehen. Das würde ich gern noch einmal sehen, diese Szene mit Drahtzahn. Wie dem auch sei, Mattersburg nur mehr mit 10 Mann. War zwar geplant so auf den zweiten Pfosten für Pichler. So, wir schauen uns nochmal an. Drahtzahn. Ja, er streckt schon den Arm raus, aber nicht mit dem Ellbogen. Und ich glaube, wenn Drahtzahn durchlaufen hätte wollen, hätte er laufen können. Aber die Entscheidung auch nicht verkehrt von Eisner, denn er versuchte zu verhindern und hat jetzt sich mit Franz Lederer noch einmal unterhalten, der natürlich mit der Entscheidung nicht einverstanden ist. Hofmann. Und wieder Burgstaller. Als ob er das zweite Leben eingehaucht bekommen hätte auf der rechten Seite. Foul von Sonnleitner an Röcher. Bald beginnt die Rapid-Viertelstunde. Auch wenn er jetzt hängen geblieben ist, er spielt recht unbekümmert, recht frech. Kommt auch von Trainer Lederer sogar den Auftrag, was zu riskieren beim 1 gegen 1. Luio wollte durchstecken für Prager. Pressball Katzer mit Höller. Noch einmal Luio. Ui, gut angelegt. Gut angelegt. Entschuldigt sich aber bei Prager, den hätte er auch den Ball aufspielen können. Hier Nuiho, Prager wäre in der Mitte frei gewesen, er entscheidet sich für den Abschluss. Damit bleibt es beim 1:1. Eine Viertelstunde vor Schluss, eingeklatscht von den Rapid-Fans und sie ist eine Rapid-Viertelstunde wieder geworden. 7 Tore in der Rapid-Viertelstunde, auch wenn jetzt Bürger im 16er der Hütteldorfer auftaucht. Mörz verliert den Ball. Hofmann. Hoppala, da schauen beide nach vorne, Prager und Drahtzahn. Keiner schaut an den Ball. Und deshalb ärgert sich auch Hofmann, der hineinspielte. Doch Prager und Drahtzahn wollten nach vorne laufen. Haben den Ball aus dem Blick verloren. Katzer zurück. Der
Der obligatorische Wechsel bei Mattersburg zeichnet sich ab. Parlov wird für Seidel kommen. Foul angezeigt vom Assistenten, nicht so in erster Konsequenz gesehen von Eisner. Foul von Pöllhuber an Burgstahler, der hat alle Hände voll zu tun, nämlich Pöllhuber mit Burgstahler. Naja, auch nicht die feine englische Art. Seidel geht, wie immer zweikampfstark, wozu er nicht kam, seine zweite Stärke, nämlich gute Freistöße zu schießen, aus der Distanz zu schießen. Dazu waren die Mattersburger leider nicht oft genug in der Höhe, um Distanzschüsse anzubringen. Parlov, vielleicht gelingt ihm ja ähnliches wie gegen Salzburg, kam, sah und legte zwei Tore auf. Aber ein Namoski, der einmal davon profitierte, ist ja nicht mehr mit dabei. Aber da heißt es jetzt einfach, frischen Mann bringen, das 1:1 über die Zeit zu bringen für Franz Lederer. Damit könnte er gut leben. Röcher. Doppelt besetzt wieder die rechte Seite, Höller und Farkasch, Flanke nicht gut. Und da fehlt jetzt Farkasch hinten, Drazan hat Vorsprung. Parlov ist noch frisch, noch fit. Schön in den Rückraum gespielt und was für ein Treffer. So, jetzt ist das auch erledigt. April 2010 kann gestrichen werden. Aus den Geschichtsbüchern ein Treffer aus dem Spiel heraus und was für ein Tor. Steiner, der sich immer gut gekümmert hatte bisher um Hofmann, hat den Rapid-Kapitän aus den Augen verloren. Saisontor Nummer 4, aber sein schönster Treffer in jedem Fall. Drazan geschickt in den Rückraum und dann dauert es zu lange. Hofmann wartet nicht lange. Herrliche Schusstechnik. Oh, der muss gut getan haben. Auf dem Fuß. Und die Freude, die kann man sich vorstellen. Was für eine Erleichterung. Letzte Saison, eine solchen Saison für Hofmann. Da brachte er es gerade mal auf 7 Vorbereitungen für einen Treffer. Das hat er jetzt schon übertroffen als Vorbereiter und jetzt auch 4 Tore. Also es geht aufwärts mit dem Kapitän und wenn es beim Kapitän gut läuft, klarerweise auch gut mit der Mannschaft. Und wieder mal Drazan, der Vorbereiter dieses Treffers, kommt gleich nach dem Kapitän persönlich als einer, der ein Auge für den Mitspieler hat. Drazan überhaupt viel aktiver in der zweiten Hälfte. In der ersten hat ihn Farkas gut im Griff. Cemalic und Prager geraten da aneinander. Ruhig Blut heißt jetzt. Ruhig Blut hat Eisner alles selbst auch gesehen, damit er richtig handeln kann. Gelbe Karte für Malic, gelbe Karte für Drazan. So, hier Prager, der zu Boden geht. Und dann Malic, der Prager offensichtlich eine Schwalbe vorwirft. Die betroffenen Prager und Malic bekommen nichts, sondern Drazan, haben wir gesehen. Der sah sie, obwohl wir ihn nicht sahen. Wie dem auch sei,
Das Spiel läuft weiter. Lager. Ball war schon im Acht. Turnover wird kommen. Der wird für Drazan kommen. Öffnet wohl dann Burgstaller auf die linke Seite wechseln und Turnover eher rechts spielen. Hofmann holt sich den Ball. Und Nuiu! Nochmals Nuiu! Einfach mittendurch, Farkas. Auch hier lange gewartet. Sieht Drazan die gelbe, gelb-rot. Der sollte gerade ausgewechselt werden, Drazan. Dauerte etwas zu lange. Eisner wartete auch lange mit dem Pfiff. Hat sich da offensichtlich mit seinem Assistenten, mit Gerd Adanic, abgesprochen. Gewartet, was er durchgibt. Naja, ich sehe da eher den Ball zuerst. Klar, sagt man, wenn die Fußsohlen zu sehen sind. Nein, wäre für mich keine gelbe Karte. War keine gelbe Karte für mich. Da liegen die Unparteiischen nicht richtig. Meine ganz persönliche Meinung. Sieht da sogar Drazan den Ball spielen. Aber das passt wieder zu Peter Schöttl, der nicht rumspringt wie Rumpelstilzchen bei solchen Entscheidungen. Harte Entscheidung, die zweite gelbe, damit Gleichstand auf dem Feld. 1:1 heißt es ihm. Nein, 1:2 heißt es im Ergebnis, aber gleich viel Feldspieler drauf. Und jetzt natürlich Mattersburg mit der Hoffnung, dass da noch etwas geht. 7 Minuten geht es noch plus der Nachspielzeit. Ja, und er wandelt auch an der zweiten gelben für einen solchen Einstieg. Auch immer alles reine Nervensache, die Duelle Mattersburg gegen Rapid. Höller. Einwurf für Rapid. Turnover wird trotzdem kommen, aber nicht mehr für Drazan. Er ist gegangen worden, sondern Hofmann wird wohl gehen. So ungenau der Pass von Farkas bringt Rapid wertvolle Zeit. Burgstaller, wie erwartet, schon rübergewechselt auf die Drahtzahnposition. Hofmann spielt rechts. Und jetzt hat sich's ausgespielt. Herrlicher Treffer von ihm. Wird seiner Seele weiter gut tun. Spielt sich ja so viel im Kopf ab. Und wenn's bei einem selber nicht läuft, dann ist es schwierig, die Mannschaft als Kapitän zu führen. Jetzt läuft es wieder. Er ist Assistgeber. Er ist Torschütze. Was für ein Traumtor von Hofmann. 5 Torschüsse hat er abgegeben. Einfach aktiv teilgenommen an diesem Spiel. 5-mal legt er für einen Mitspieler auf, sodass der abschließen konnte. So stellt man sich einen Spielgestalter vor. Foul von Häkkinen an Höller und auch da gibt es Gelb, auch für Häkkinen.
Und Häkkinen hat die fünfte gelbe Karte damit gesehen. Wird also beim nächsten Mal zuschauen können. Parlov beim Freistoß. Vielleicht sehen wir jetzt den ersten Torschuss der Mattersburger in der zweiten Hälfte. Mörz. Denn bisher gab es da nur Fehlanzeigen. Malic, mehr Stürmer als Verteidiger. Mörz von Thonhofer gehalten. Wieder Parlov hinten sichert nur ein Mann ab. Und das ist Farkas. Alles andere ist vorne. Auch die Innenverteidiger. Aber Rapid ist stabil bei hohen Bällen. Wie gesagt, die einzige Bundesliga-Mannschaft, die noch nicht bezwungen wurde mit dem Kopf. Peter Schöttl mit Köpfchen. Hat er seine Mannschaft aufgestellt, hat Königshofer gebracht und wie es aussieht, naja, keine schlechte Entscheidung. Hat nicht allzu viel zu tun gehabt, in der zweiten Hälfte gar nichts, aber hat einen wichtigen Einsatz gleich in der sechsten Minute gehabt gegen Mörz. Foul von Pichler, da gibt es auch Gelb. Ihn ohne Folgen, der kam ja erst zurück, darf wieder neu anfangen beim Sammeln der gelben Karten. Insgesamt bereits die siebte gelbe Karte in diesem Spiel. Zwei-Mann-Mauer, nur mehr Ein-Mann-Mauer. Prager bleibt alleine, Burgstaller geht in die Mitte. Parlov hat ein feines Füßchen für die Standards. Nicht hoch genug, um die langen zu erwischen, Höller. Einwurf, Malic, Farkas. Zeit gibt's noch. Wir sind in der offiziellen letzten Minute, aber 5 Minuten jetzt noch nachgeben. Wenn dieser Pass genauer gekommen wäre von Prager für Noihu, dann hätte das die Entscheidung sein können. So aber lebt die Hoffnung der Mattersburger auf einen Punkt. Höller. Pöllhuber quasi Mittelstürmer. Prager, verfolgt von Mörz, macht das Foul, Vorteil wird nicht gegeben, schnell abgespielt, Höller, Abseitsstellung Pellhuber. Spielen sie nicht ruhig genug, die Mattersburger merken natürlich, dass die Zeit ihnen wegläuft, ist vorne, richtige Entscheidung. Sind bereits drin, mittendrin in der Nachspielzeit. Bürger, Mörz, Ball kommt, Königshofer auch. Endet die Serie von Mattersburg nach 3 Spielen, die sie ungeschlagen überstanden haben und das zu Recht mit guten Leistungen. Und setzt sich die Rapid-Serie fort. Es wäre das 6. Spiel ungeschlagen
und das auch mit dem dritten Sieg dann. Schimmelsberger sieht auch gelb. Steigt da ziemlich knochig ein. Und Heller! Da nimmt die Malic den Ball weg. Wieso macht er das? Heller stand gerade zum Tor. Malic kam seitlich dazu. Malic, der ein Tor erzielt hat. Abwehr von Katzer. Jetzt kommt Heller, den sieht er nicht. Gegen Wiener Neustadt war es. Beim 2:1 Sieg im Oktober. 100 Spiele hat er absolviert. Heute sein 101. Vielleicht wollte er sich da die Krönung selber geben, Burgstaller. Foul von Burgstaller an Steiner. Zwei Minuten noch. Prager. Burgstaller. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Ein Foul an Burgstaller. Schimmelsberger zwischen zwei Mattersburgern drin. Bleibt aber lachender Dritter. 1,5 Minuten noch drinnen. Rapid vom erst 5. Sieg im Pappelstadion, seit Mattersburg in der Bundesliga dabei ist. Röcher. Ruyo hilft aus. Farkas. Alles spielt sich in der Hälfte von Rapita. Das war ein dummes Foul von Schimmelsberger, denn das ist eine gute Freistoßdistanz. Ich habe es Ihnen schon gesagt. 2 Freistöße hat er, der jetzt gefoult wird. Bürger schon versenkt. Aus ähnlicher Distanz. Und da heißt es jetzt hopp oder tropp. Er wird sich wie beim Golf den Ball irgendwo auf dem Grashalm aufziehen und dann abschlagen. Es ist wohl die letzte Chance für Mattersburg auf ein Unentschieden. Besteht Königshofer auch diesen Test, dann war es ein gelungener Test. Dann fährt Rapid mit einem Sieg nach Hause. 5 Minuten sind schon vorbei. Der Freistoß, den wird es noch geben. Hopp oder Drop? Drop, hopp, Königshofer! Jawohl, jetzt hat er seinen Einsatz gerechtfertigt. Der war nicht einfach zu halten. Gut geschossen vom Bürger. Klasse gehalten von Königshofer. Eckball, den gibt es auch noch. Das war's. Rapid feiert einen 2:1 Sieg. Königshofer rettet in der 6. Minute und jetzt in der Schlussminute den Sieg. Eine schöne Geschichte für den Mann, der so lange warten musste, bis er endlich durfte. Und er hat seinen Trainer und seine Mannschaftskameraden nicht enttäuscht, auch der Kapitän. Gratuliert höchstpersönlich für diese tolle Parade. Der Sieg nur mit einem kleinen Nebengeschmack. Nuiu war bei seinem Treffer im Abseits. Aber in jedem Fall geht der Sieg in Ordnung.
Nach der Pause spielte fast nur mehr Rapid und es dauerte bis zur Nachspielzeit, bis die Mattersburger zu ihren ersten Möglichkeiten kamen. Und damit sind sie mittendrin, nachdem es schleppend begann in Hütteldorf, sind sie voll mit dabei wieder im Titelrennen. Das zeigt sich auch, dass die Fans der Mannschaft jetzt verziehen haben. Sie stehen wieder hinter ihrem Team. Es gibt keine Karten mehr für die Weihnachtsfeier. Alle wollen sie hin. Die Austria, die ist noch nicht durch. Da steht es 2:2 kurz vor Ende, aber das wird ihnen egal sein. Es schaut keiner auf die Tabelle, sagen sie alle, aber jeder schaut sie trotzdem gerne an. Vor allem, wenn man gut platziert ist. Wichtig, der Sieg und für ihn ganz persönlich. Freut mich auch für ihn, es war ein schweres Jahr für Steffen Hofmann. Nicht fit, nicht gesund, dann leidet auch die Leistung. Dann leidet alles Mögliche, dann leidet der Leitwolf und dann leidet die Mannschaft. Er ist wieder da, es geht bergauf mit ihm das Team. Und solche Tore, na die tun natürlich dem Selbstvertrauen sehr gut. Es scheint die Mischung gefunden zu sein im Team von Peter Schöttl, wobei mir Burgstaller auf der Seite noch besser gefallen hat als in der Mitte. Aber da hat man zu viele Gute, aber besser zu viele Gute als zu wenig Gute. So zeigt uns die Statistik, warum Rapid auch verdientermaßen gewonnen hat. 19:5 Torschüsse. Aufs Tor auch mehr. Aber zweikampfstark, Mattersburg mit den Tugenden, wie man zuletzt erfolgreich war. Ballkontakte auch deshalb, weil der Aufbau ein ganz anderer war bei Rapid, sehr oft innerhalb der Viererkette gespielt wurde. Die Flanken, das wurde besser, war in der ersten Hälfte nicht so deutlich. Da kam meist nur Trimmel oder Schimbelsberger oder Katzer, Drazan war da noch nicht auf Touren gekommen. Zweite Halbzeit kam er auf Touren und dann übertourte er einmal kurz und dann war er draußen. Auch diese Karte für mich viel zu hart, denn ich glaube sogar, dass es nicht einmal ein Foul war, sondern dass er den Ball gespielt hat und wenn es eins war, die zweite Gelbe. Wirklich zu hart für ihn, wie dem auch sei. Am Ende gibt es einen strahlenden Debütanten mit Königshofer. Es gibt strahlende Rapid-Gesichter. Rapid gewinnt in Mattersburg. Wieder einmal nach langer Zeit mit 2:1. Schon vor dem Spiel Mattersburg gegen Rapid. Denn bei Rapid stand heute nicht Helge Peier im Tor, sondern erstmals in der Bundesliga Lukas Königshofer. Martin Konrad berichtet. Bundesliga-Debüt für den 22-Jährigen. Die Nummer 3 von Rapid heute, also die Nummer 1. Und Helge Peier, der bitterste Moment wohl für ihn, für den ehemaligen Teamtorhüter. Und die Botschaft, dass sein Vertrag wohl im kommenden Sommer nicht bei Rapid verlängert wird. Das Spiel ein sehr intensives von Beginn an mit zweikampfstarken Burgenländern. Das ist Alois Höller auf Mörz, der im Zusammenspiel mit Bürger kein Abseits und dann Aluminium nach 6 Minuten die ganz große Möglichkeit für Michael Mörz auf den Führungstreffer für die Burgenländer. Und wir sehen in der Zeitlupe Glanztat von Lukas Königshofer, lenkt hier den Ball mit den Fingerspitzen an die Stange.
Rapid zwar spielbestimmend, aber ohne die ganz großen Möglichkeiten. Und wenn dann etwas glücklich, wie hier Hoffmann, der versucht's, Ball wird abgefälscht, landet bei Praga und dann Borinic mit einer hervorragenden Abwehr. Burgstaller, der mitläuft, ärgert sich, dass er nicht den Ball bekommt. Borinic mit einer super Reaktion. Die spielbestimmenden Rapidler allerdings weiterhin ohne die großen Möglichkeiten. Dafür die Mattersburger im Abschluss auch immer wieder gefährlicher. Namoski setzt sich da gut durch. Flanke von Seidel, dann ist der Ball im Tor von Mertz. Aber der Treffer nach 21 Minuten zählt nicht. Abseitsposition, die Entscheidung der Unparteiischen. Und Assistent Senad Ceremagic mit gutem Auge. Denn Mertz ist da um einen Tick vorne. So schön das Tor war, regelkonform, dass es nicht gegolten hat. Das Tor entschieden vom FIFA-Schiedsrichter René Eisner. Dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Der weite Abschlag von Borinic. Schimpelsberger verschätzt sich. Namoski macht das Tor. 1-0 für Mattersburg. Nicht unverdient aufgrund der Zweikampfstärke und aufgrund der größeren Möglichkeiten für die Burgenländer. Borinic mit seinem bereits dritten Assist in seiner Bundesliga-Karriere. Weil da niemand mehr dran war. Schlechtes Stellungsverhalten von Schimpelsberger und Namoski stiepelt da den Ball an Königshofer vorbei. Viertes Saisontor und das erste Tor für Namoski nach 4,5 Jahren gegen seinen Ex-Club, gegen Rapid. Nach der Pause wechselt Peter Schöttl, bringt Nuiu für den leicht angeschlagenen Trimmel und Nuiu wird dann gleich einmal hart zur Sache genommen von eingewechselten Rodler bei den Burgenländern, sieht da die gelbe Karte. Das Spiel dann intensiv und vor allem auch sehr faullastig und dann ab Minute 60 mit mehr Rapidmöglichkeiten. Das ist Burgstaller, kaum in Erscheinung getreten, aber dann mit diesem glänzenden Torschuss ebenso gut auch die Reaktion von Torhüter Thomas Borinic. Relativ einfach, wie er sich da gegen Pöllober durchsetzt, der dann auf die Außenposition musste, weil Rath verletzt war. Nach dem Eckball bleibt Rapid im Ballbesitz. Sonnleitner und diesmal Borinic geschlagen, aber Aluminium bewahrt Mattersburg vor einem Gegentreffer. Nach einer Stunde also. Rapid nicht nur spielbestimmend, sondern auch mit den größeren Chancen, weil Mattersburg in Hälfte 2 nicht mehr die Kraft aufbringt, so energisch dagegen zu halten. Dann Heikkinen. Auf Hoffmann, Nuhio, und dann ist der Ball im Tor. 69. Minute, der Ausgleich, 5. Saisontor durch den Joker, Duagate Nuhio. Und wir sehen, Schönheitsfehler. Hoffmann nicht im Abseits, aber bei seinem Schuss steht Nuhio vorne. Und danach greift der Rapidstürmer ein. Ein irreguläres Tor in dieser Situation. Assistent Ceremagic nicht so exakt wie in Hälfte 1 beim Kopfball von Mertz. Der Treffer hätte nicht zählen dürfen. Danach das Spiel wieder hektisch und vor allem sehr intensiv. Rodler, nicht schwieriges oder schweres Foul, aber er vereitelt einen vielversprechenden Gegenangriff und damit nach mehr als 30 Minuten der Arbeitstag von Rodler zu Ende. Mattersburg in Unterzahl, Rapid drückt weiter auf die Tube mit Drazan gegen den eingewechselten Parlov, kam für Seidel. Dann spielt er den Ball, eigentlich gedacht auf Burgstaller, zu Hoffmann und der völlig frei zieht ab und macht in der 79. Minute das 2:1. Rapid dreht das Spiel in numerische Überlegenheit und ausgerechnet Steffen Hoffmann, der heuer nur 3-mal aus Strafstößen getroffen hat, trifft wieder aus dem Spiel heraus. Hervorragende Schusstechnik, keine Chance für Borinic. Danach noch mehr Zweikämpfe und noch mehr harte Einstiege. Malic hier geht hier viel zu hart am Prager, danach auch noch die ein oder andere Niedlichkeit für Schiedsrichter. Eisner heißt das Gelb für Malic und dann kommt auch noch Drazan, der trifft den Schiedsrichter und sieht ebenfalls Gelb. In dieser hektischen Situation nach 81 Minuten also insgesamt am Ende 6 gelbe Karten und 2 Gelb-Rote, denn Drazan keine 2 Minuten später vereitelt er hier diesen Angriff von Fakasch und sieht Gelb-Rot. Besonders tragisch, Peter Schöttl wollte Drazan bei der nächsten Unterbrechung vom Platz nehmen und durch Thonhofer ersetzen. Dazu kommt es nicht mehr. Hoffmann ging dann runter für Thonhofer. Christopher Drazan, bereits sein dritter Bundesliga-Platzverweis.
ungeschickt, wie immer, manchmal disziplinlos. In der Nachspielzeit dann noch. Dieser Freistoß von Patrick Bürger und Lukas Königshofer rettet seiner Mannschaft bei seinem Debüt die drei Punkte mit dieser herrlichen Parade. Mattersburg verliert also unglücklich, bleibt das schlechteste Heimteam. Rapid hingegen setzt die Erfolgsserie fort. Das Experiment Königshofer geglückt. Und ein weiterer Matchwinner steht bei Jörg Kühne, das ist Steffen Hofmann. Ja, war das Fußball, war das ein neuer Emotionssport, Steffen Hofmann, oder war das ganz einfach Mattersburg gegen Rapid? Ja, ich denke, es war der erwartete Fight. Ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir eigentlich das Spiel immer kontrolliert und kurz vor der Pause so ein blödes Gegentor bekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann wirklich zurückgefightet und ja, ich denke, auf den Sieg, mit dem kann man sehr zufrieden sein und auch stolz drauf sein. Aber Sie verwenden nicht den Begriff verdient. Ja, ich glaube. In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel so unter Kontrolle gehabt, dass wir da eigentlich hätten schon führen müssen. Dann wird es natürlich gegen eine Mannschaft, die sehr tief steht, sehr schwierig. Aber wir haben das gut gemacht und auch verdient gewonnen. Also Rapid gewinnt jedenfalls drei der vergangenen vier Spiele. War dieser Sieg heute in Mattersburg verdient oder doch etwas glücklich? Er war auf jeden Fall sehr wichtig, denn ich habe das nicht so gesehen, wie der Steffen das jetzt dann gesagt hat, dass er in der ersten Halbzeit Rapid in Führung hätte sein sollen. Ich habe das so empfunden, dass ganz einfach Mattersburg die Mannschaft war, die natürlich nicht so viel für das Spiel getan hat, aber auch Rapid überlegen. Aber Mattersburg war ganz einfach vor dem Tor gefährlicher. Und ist auch, finde ich, noch mit 1:0 verdient in die Halbzeit gegangen. Die zweite Halbzeit war die richtige Antwort der Rapid. Sie haben von Anfang an Druck gemacht, haben die Mattersburger nicht ins Spiel kommen lassen, haben den Gegner hoch attackiert und wollten unbedingt hier mehr mitnehmen. Und das wurde belohnt. Und ich glaube ganz einfach, dass hier die Entscheidung beim 1:1 eine knappe Entscheidung war, die nicht zu vergleichen ist wahrscheinlich wie mit der Entscheidung bei der Austria. Aber ja, ich glaube ganz einfach, dass das heute halt ein wichtiger Schritt war für Rapid, weil Mattersburg ein sehr unangenehmer Gegner ist. Also es geht weiter aufwärts für Rapid und für Trainer Peter Schöttl. Ja, wenn der SK Rapid jetzt schon ohne Glanz gewinnt, Peter Schöttl, wohin soll das führen? Das weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass hier in Mattersburg irgendwer mit Glanz gewinnt. Hier ist es immer eine haarige Partie, hier ist es schwierig. Der Gegner hat uns alles abverlangt und ich bin heilfroh, dass wir gewonnen haben. Verdient oder glücklich? Ich denke schon verdient. Also wir haben uns von Start weg viel mehr am Spiel bemüht. Mattersburg war in den Kontern immer gefährlich. Dann haben wir uns fast ein Eigentor geschossen, kurz vor der Pause. Aber zweite Hälfte war es schon klar ersichtlich, dass wir die Partie unbedingt drehen wollten. Es ist uns gelungen. Aber natürlich, wiederhole mich gerne, Mattersburg hat uns alles abverlangt. Was bedeutet es Ihnen, dass es ein Auswärtssieg ist? Das war dreimal jetzt nicht der Fall. Ja, das Statistiken also, sind nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man die Punkte macht. Ich wiederhole mich da jede Woche. Und ich hoffe, dass wir bis zum Winter noch einige machen. Und dann schauen wir, was im Frühjahr möglich ist. Königshofer, der hat eigentlich nicht viel zu tun, hat am Schluss eigentlich die drei Punkte gerettet. Spielt er jetzt immer? Es ist jetzt zu früh, dass man darüber redet. Er hat gute Leistung gebracht. Ich habe nicht nur den letzten Ball gesehen, ich habe auch am Anfang einen gesehen, wo er sehr wichtig war für uns. Er hat zwei, drei Flanken gut runtergepflückt. Ich kann zufrieden sein mit deinem Debüt. Generell freuen wir uns einfach über die drei Punkte. Wer nächste Woche im Tor steht, das werden wir sehen. Die Austria hat 2:2 gespielt. Interessiert Sie das? Das habe ich schon gehört, ja. Interessiert Sie? Mich interessiert jedes Ergebnis in der Liga. Ich bin ja Trainer in dieser Meisterschaft. Wie viel ist 4x27? 108. Und eine spannende Tabelle. Okay, ich habe geglaubt, ich bin zum Kopfrechner da. Nein. Stimmt 108? Lass mich nachdenken. Ja. Ja, naja. Ja, wie gesagt, es ist auch jetzt der Blick auf die Tabelle noch nicht wichtig. Für uns ist es wichtig, dass wir trotz großen Problemen im Verein und trotz großer Umstellungen, was die Mannschaft betrifft, jetzt mittlerweile wieder ganz gut dabei sind, dass wir diese Megakrise, die uns ja einige andichten wollten, dass uns die nichts anhaben konnte und dass wir auf einem ganz guten Weg sind. Dann ist es ja jetzt schon ein Megalauf. Vielen Dank. Danke. Ja, wie viel ist 19 durch 5, Marco Schöpp? Puh. Das ist das Torschussverhältnis plus Rapid, aber
2 der Mattersburger hat Lukas Königshofer mit tollen Paraden entschärft. Wie bewerten Sie seine Leistung und vor allem, wie viel Risiko hat Peter Schöttl heute mit seiner Aufstellung genommen? Ja gut, das Risiko, das war natürlich gegeben, aber ich sage noch einmal, nach der tollen Leistung letzte Woche der gesamten Mannschaft, glaube ich, war in der Situation, dass er sich das sehr gut überlegt hat, Königshofer die Möglichkeit zu geben. Und wenn man heute die 90 Minuten Revue passieren lässt, dann hat er maßgeblichen Anteil daran, dass die Rapidler mit 3 Punkten mehr in der Tabelle dastehen. Wie bitter ist diese Niederlage für den SV Mattersburg, vor allem angesichts dieser Szene, die zum 1:1 geführt hat durch Ate Nohio. Der Angriff über die rechte Seite. Und dann ist beim Schuss von Hofmann, wir werden es in der Zeitlupe gleich noch einmal sehen, der Torschütze Nohio ganz knapp im Abseits. Es ist immer bitter, wenn man ein irreguläres Tor bekommt. Ich glaube aber trotzdem, dass diese Situation halt eine sehr enge Geschichte ist. Nichtsdestotrotz glaube ich ganz einfach, die Gesamtleistung der Mattersburger war in Ordnung. Es war ganz einfach dieses Problem mit dieser 1:0-Führung. Hat man in der zweiten Halbzeit versucht, das Resultat zu verteidigen. Das geht natürlich gegen einen Gegner, der sehr viel Qualität besitzt, und das hat Rapid oft auch schief. Und das ist eine Situation, die natürlich besprochen gehört, aber im Großen und Ganzen ist auch Mattersburg eine Mannschaft, die ich am aufsteigenden Ast sehe. Und natürlich ist eine Heimniederlage bitter und sie müssen auf jeden Fall zu Hause stärker und kontinuierlicher punkten. Aber ich glaube, die Leistung an sich war in Ordnung. Aus 8 Heimspielen hat Mattersburg in dieser Saison nur 6 Punkte geholt. Die Leistung, hat Marco Schopp gesagt, die war aber in Ordnung. Was sagt der Trainer, was sagt Franz Lederer im Gespräch mit Jerkene? Mattersburg war gut zuletzt, Mattersburg war zuletzt auch erfolgreich. Franz Lederer, wie viel bringt das heute durcheinander? Ja, doch einiges, weil ich glaube, wir schon selbst auch schuld sind, dass wir heute nicht wenigstens einen Punkt gemacht haben. Nur Sie selbst schuld? Man hat schon lange nichts über Franz Lederer und die Schiris gehört. Sie haben sich aber heute über einiges sehr, sehr lautstark, sehr, sehr oft aufgeregt. Das ist halt so, wenn Rapid gegen Mattersburg spielt. Das weiß man vorher. Darauf versucht man sich auch einzustellen, aber es geht halt dann nicht. Ein Tor, das abseits war, von uns wird aberkannt. Dieselbe Situation, eigentlich am selben Fleck, wo man genauso sieht, dass es abseits ist, wird anerkannt und ist so. Und dann muss ich damit leben, dass der Schiedsrichter danach sagt, was soll ich jetzt machen? Ist halt so. Dann ist Mattersburg aber doch nicht so selbst schuld dran. Oder zumindest nicht hundertprozentig. Ja, am Schiedsrichter alleine sich ausreden, das will ich heute hier nicht machen. Er hat sicher einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet. Aber letztendlich haben wir zweite Halbzeit es kaum verstanden, den Ball in der Mannschaft zu halten, kaum verstanden, den Ball in die torgefährlichen Räume zu bringen. Und dann mit einem grün-weißen Wien-Auge wird es halt schwierig. Sie haben in Unterzahl Seidel rausgenommen, Parlow gebracht, Position für Position. Wie viel Risiko wollten Sie nehmen gegen Ende? Ja, das hat nichts mit Risiko zu tun. Wir haben dann nur mehr mit 3 hinten gespielt und der Seil war platt. Und ich brauchte dort einen vor der Abwehr. Und da kannst du einen Stürmer bringen oder was auch immer. Wichtig ist, dass die Bälle dorthin kommen. Und das hat nicht funktioniert. Danke. Alles Gute. Ja, Franz Lederer, gestern hat er seinen 48. Geburtstag gefeiert. Auf seinen 300. Punkt in der Bundesliga als Mattersburg-Trainer muss er noch warten. Vielleicht nicht mehr allzu lang. Verstehen Sie seine Kritik am Schiedsrichter? Ja, natürlich. Es ist jedes Mal das Gleiche. Wenn ein Schiedsrichter durch eine Fehlentscheidung dazu beiträgt, dass man keinen Punkt macht, dann ist es natürlich legitim, von einem Trainer so zu reagieren. Aber ich glaube auch, er hat das recht gut noch analysiert. Er hat ganz einfach auch seine Mannschaft in die Pflicht genommen, im Sinne dessen, dass sie in der zweiten Halbzeit über weite Teile nachher zu passiv war. Aber auch zuvor beim Peter Stöger, bei der anderen Partie, war es ja so, dass auch Peter Stöger diese eigentliche Entscheidung nicht in Frage stellt. Und so sollte es ganz einfach auch sein. Man muss die ganze Sache sachlich betrachten und immer bedenken, der Schiedsrichter natürlich in einem Bruchteil einer Sekunde gewisse Entscheidungen treffen. Und das ist ganz einfach part of the game. Ja, in der Tabelle gleich auf mit